27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag und Gedenktag an die Opfer des nationalsozialistischen Systems in Deutschland. Zusätzlich findet an diesem Tag zum zweiten Mal die Aktion Lichter gegen Dunkelheit statt. Auch hier hat sich die Synagoge in Vöhl beteiligt und die Synagoge hell erleuchtet. Zusätzlich fand die Aktion des Arolsen Archives statt, jeder Name zählt, und Mitglieder, Besucher der Synagoge gaben Namen in das entsprechende Programm in Arolsen ein. 27. Januar, internationaler Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir sind hier in der Synagoge in Vöhl, die Mitarbeiter, Freunde, Vereinsvorstand hier in dieser Synagoge kümmern sich schon seit langem um die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Geschichte. Schönen guten Abend, Karl-Heinz Stadler. Ja, schönen guten Abend. Wir sind eben, wie schon gesagt, in der Vöhler Synagoge und eigentlich in vergangenen Jahren haben wir am 27. Januar immer größere Veranstaltungen hier gehabt. Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Jahr nicht möglich. Aber wir machen nicht nichts, sondern wir machen zwei, denke ich, ganz bemerkenswerte Aktionen beziehungsweise beteiligen wir uns daran. Zum einen findet hier heute Abend ein Flashmob statt unter dem Titel Lichter gegen die Dunkelheit. Wir beleuchten die Synagoge, wir illuminieren sie und erinnern damit an die Opfer des Holocaust, an die vielen Millionen, die ermordet wurden, die Opfer der Tyrannei wurden. Der Holocaust erinnert eigentlich an Juden, aber es geht uns um alle Opfer der Nazi-Tyrannei, um Kommunisten, Sozialdemokraten, um Homosexuelle, um die vielen Kriegsgefangenen, die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet wurden aus fast allen Ländern der Erde. Das ist die eine Geschichte, die wir machen. Und zum anderen nehmen wir diesen heutigen Tag zum Anlass, um mitzumachen bei einer Aktion von Arolsen Archives, dem früheren internationalen Suchdienst. Unter dem Namen Jeder Name zählt werden hier Namen mit Dokumenten verbunden. Arolsen Archives hat Millionen von Dokumenten und Millionen von Namen und die werden von vielen Menschen auch überall auf der Welt, in vielen Ländern dieser Erde, miteinander in Verbindung gebracht, miteinander in Beziehung gebracht, sodass am Schluss auf der Website von Arolsen Archives die Namen und Dokumente von vielen Millionen Opfern eben der Nazi-Tyrannei betrachtet werden können, erforscht werden können. Ich denke, das ist zum einen sehr wichtig für die Familien, für die Angehörigen, für die Nachfahren der Opfer. Es ist aber auch sehr interessant für Wissenschaftler, für Historiker, gerade auch für Heimathistoriker, wie wir es zum Beispiel auch hier in Vöhl sind, wo wir uns eben auch in verschiedener Weise um das Gedenken, um die Erinnerung an die Opfer des Holocaust bemühen. Nun ist das die Vergangenheit und die darf im Prinzip nicht vergessen werden. Die soll ja Mahnmal sein. Aber wir haben im Jahre 2020, 2019, 2021 wieder Opfer von rechts zu beklagen in Deutschland. Wir haben Angriffe, Diffamierungen von Juden in Deutschland zu beklagen. Was haben wir aus der Geschichte gelernt? Wir haben viel aus der Geschichte gelernt. Alles das, was da jetzt gesagt wurde, ist natürlich absolut richtig. Und wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, dann machen wir das nicht wegen der Vergangenheit, sondern wir machen es wegen der Zukunft. Wir wollen deutlich machen, was passiert ist und zu was Menschen fähig sind. Auch um den Anfängen jetzt zu wehren. Wir haben gerade, wie erwähnt, gerade in den letzten Jahren schreckliche Ereignisse gehabt.
Wir hatten den Mord an unserem Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Wir haben an vielen Orten hier bei uns in Deutschland Aktionen gegen Juden gehabt, Fremdenfeindlichkeit. Und das sind Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben auch eine ganz starke rechte Szene in der letzten Zeit erhalten, auch im politischen Bereich. Und da denke ich natürlich vor allem auch an die AfD, die durch die Art und Weise, wie sie reden und durch das, was sie sagen, eben auch immer Menschen dazu bringen, in diese Richtung zu denken. Und deshalb denke ich, müssen wir den Anfängen wehren, und das können wir auch, indem wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Heißt das, solche Veranstaltungen wie der 27. Januar ist nicht nur Mahnmal und Gedenktag des Vergangenen, sondern auch Mahnung an die Zukunft? Ich wiederhole den Satz, den ich eben gesagt habe. Wenn wir uns mit Vergangenheit beschäftigen, geht es uns um die Zukunft. Wir wollen auch in Zukunft in einem von Toleranz und Freiheit und Offenheit geprägten Land leben. Und das können wir gut machen, indem wir erinnern an eine Zeit, in der das nicht möglich war. Diktatur ist nichts. Demokratie ist wichtig. Freiheit ist wichtig. Offenheit, Toleranz ist wichtig. Und dafür stehen wir ein. Ich bin hier auf der Website von Arolsen Archives und will eben jetzt in dieses Programm reingehen, bei dem man eben die Namen mit den Dokumenten verbinden kann. Hier auf dieser Titelseite sieht man einen Zug, wo hier auch das Wort Konzentrationslager steht, der eben auch an die Deportationen in den 40er Jahren erinnern soll. Ja, und da kann ich jetzt anschließend, wenn ich da jetzt weitergehe, eben die Dokumente, die von denen 24 Millionen in Arolsen Archives liegen, mit Namen verbinden, mit den Namen der Opfer eben aus den deportierten Listen, die eben auch vorhanden sind. Und das ist eine sehr sinnvolle Geschichte. Nachher können dann eben all diejenigen, die interessiert sind, auf der Website von Arolsen Archives mit Hilfe der Namen, die Sie vielleicht kennen, die letzten Monate ihrer Angehörigen, die sie eben im Konzentrationslager verbracht haben, können die recherchieren.